Game-Show-Marathon. Länger ist es ja, dass ProSieben mal wieder so einen richtigen Shitstorm abbekommen hat, aber diesmal war es soweit. Der Grund liegt dir ganz klar auf der Hand. Der Game-Show-Marathon wurde so angepriesen, als wäre es live, als wären alles Live-Sendungen. Dabei waren es einfach nur Highlights aus vergangenen Sendungen, aus vergangenen Shows. Und das hat die Leute so sehr verärgert. Und auch die Quoten haben für sich gesprochen. 500.000 Leute haben da nur zugeschaut. Und das für die Primetime richtig beschissen. Hätte ich von Anfang an gesagt, dass es so ein Highlights-Best-of-Konferenz ist, dann wäre alles gar nicht so schlimm gewesen. Dann wäre die Ärgernis gar nicht so groß gewesen. Dann hätten vielleicht Leute zugeschaut und wären dran geblieben. Sie wussten dann, auf was sie sich einlassen. Aber dadurch, dass es so angepriesen war, als es live ist, waren die Leute verärgert, enttäuscht und haben dementsprechend natürlich auch umgeschaltet. Man hatte auch teilweise in der Sendung das Gefühl, als würden die es verkaufen wollen, als wäre alles live, was aber totaler Schwachsinn war. Fakt ist, dass ProSieben sich damit wirklich ins Knie selbst geschossen hat. Die zweite Sendung, die eigentlich noch geplant war, ist natürlich schon weggeschmissen. Die wird definitiv nicht ausgestrahlt. Und das kann man bei den Quoten und bei der Ärgernis auf jeden Fall verstehen. Für viele war dann wieder der Ruf nach Stefan Raab groß, dass man ihn anbetteln sollte auf Knien, dass er wieder zurückkommt. Denn viele haben das Gefühl, seit Stefan Raab weg ist, dass sich ProSieben teils immer mehr verschlechtert. Und zwar ganz ehrlich, ProSieben hat außer Joko und Klaas keine Highlights mehr. Sind wir wirklich ganz ehrlich, das müssen wir so sehen. Ich denke, Joko und Klaas wurden auch damals geholt, weil sie wussten, Stefan Raab wird aufhören. Und haben deswegen die beiden sich geholt. Und hätten die nicht Joko und Klaas gehabt, ich glaube, der Sender ProSieben wäre, auch wenn es hartes klingen mag oder übertrieben klingen mag, zugrunde gegangen. Denn Joko und Klaas sind sozusagen ein Stefan Raab-Ersatz geworden. Aber die restlichen Sendungen sind so, naja, wie jetzt ja der Game-Show-Marathon. Und jetzt wirklich mal eure Meinung um das hier zum Game-Show-Marathon. War es wirklich übertrieben von den Leuten? Hat ProSieben da Scheiße gebaut? Wer ist hier schuld? Der Programmplaner natürlich. Hätte man es einfach anders anpriesen sollen vorher? Schreibt mal eure Meinung in die Kommentare und dann sehen wir uns nochmal in den nächsten Folgen. Ich kommentiere mit euch unten, diskutiere und arrivederci. Ciao, ciao.